Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time. Being so serious, idiots, thinking it will matter. Keep me company downtown before the clock runs out. Bin schon online. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. Das ist but I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. And it feels like I'm lying every time someone asks how come. I'm missing the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. Ja, ja, natürlich. Also kannst du mir beitreten, weil das ist eh ein Außenposten, den du noch nicht hast.
setze mir ein Ende. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Ich bin noch nicht bereit. Alles ist zerstört. Alles ist Asche. Ich muss noch etwas warten. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Es ist zwecklos. Ihr Zorn wird mich ewig nähren. Warum manchmal das Diablo meinen Controller nicht erkennt? Muss ich auch viermal neu starten. Ja. Das wird hier aber nicht mir zu. Dein Laser und das wird auch von Polo. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Gnade!
Schrott auf dich. Eiche teilten sich und Vasili trat aus seiner Ruhe hervor. Barfuß stand er vor seinen Druiden, seine Stimme klar wie der Winterwind. Aus Engel und Teufel wurdet ihr geboren, wie all die Natur. Allein könnt ihr stark werden, aber verbündet euch mit der Natur und weder Engel noch Teufel können euch beherrschen. Ach, da ist er ja. Bist du denn? Tour du Lara, du Ra? Ja. Das ich hab mir was vorbereitet. Höllischer Peiniger, der Herr. Wer ist das hier? Das ist der Boss von der. Von dem. Außenboss. Ah, was? Zeit, um das zu tun. Müsste dann jetzt für dich auch gefehlt haben. Also bei mir sagt er jetzt, ich soll einen Schrein aktivieren. Ja. Hier oben. Passt ja. Ich ja, muss ja auf meine Verbündeten warten. So, jetzt fragt er mich. Ach, Caro hat gestern noch ein bisschen weitergespielt. Ja, ich habe meine Klassenquest nur noch gemacht. Tatsächlich. Hey Lucky Storm, wie geht's dir? So, jetzt habe ich hier eine Quest. Das wäre. Ich musste das hier machen, damit ich dann die Klassenquest bekomme, weil hier unten gibt es jetzt meine Klassenquest. Ihr habt diesen. Ach, die Truhe. Gut selbst, ja, auf jeden Fall. Also, wieder eine Runde Diablo, freue ich mich sehr. Das kann ich hier nicht tun.
Kisten werden bestimmt wieder zu wenig sein, aber es passt. So, dann muss ich einmal da runter. Bin gleich wieder da. Das kann ich hier nicht tun. Ich brauche mehr Zeit. Zeit, um das zu tun. Euch doch noch an die Geister erinnert. Ich bin an eine Leiche gebunden, die im Hain von Fane verwest. Befreit mich! Mama, wir befreien dich. Ach ja. So eine dumme Zeit jetzt, wo Entschrautet auch noch rausgekommen ist. Ich werde am Wochenende nicht viel Zeit haben. Ich brauche mehr Zeit. Würde ich mir auch nicht da. Außer Sonntag. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Hallöchen Max, wie geht's? Habt ihr auch mal Diablo angefangen, ihr beiden, Lucky und du? Also Lucky für sich und du wahrscheinlich nicht zusammen, aber... Zeit, um das zu tun. Nicht solange ich in der Stadt bin. Gerade Feierabend, Max. Das ist aber spät. Aber zumindest hast du jetzt Feierabend. Dann auf jeden Fall einen guten Feierabend für dich. Habe ich meine Quest soweit, glaube ich, fertig. Mal gucken. Ach, das ist der. Banduin muss ja hier unten die Dinger rausholen, stimmt. Er war also gefangen. Bin ich alles schon. Heiler der Geister. Eure Behausung ist wieder sicher. Der Winter der Verderbnis des großen Baums ist vorüber. Ehrt uns mit eurer Rückkehr. Itom tua creoror. Pokmiba iga plicek sikim.
So, jetzt können wir uns wieder der Dings hier widmen, der diese Questreihe. Genau. Und zwar, ich habe ja, jetzt der erstickte Schmerz als Quest. Der erstickte Schmerz. Wo steckst du denn? Ich bin gerade in Kyoshat, hab hier nochmal so ein... Ich meine bei der Quest, wie weit bist du? Ich habe nicht weitergemacht. Deswegen musst du vielleicht deine noch weitermachen, bis du zu meiner kommst, weil du hattest ja gestern das Problem, dass du nicht in derselben Stufe warst. Warte mal, ich bin jetzt, ich soll durchsuche das Gewölbe nach Zoltun Kuhls Tagebüchern. Ne, und ich muss finden einen Weg ins Gewölbe des Steins in den zersplitterten Gipfel. Die Kälte draußen ertrage ich. Ach, da war. Warte mal, ich glaube, da war ich gestern. Ja, das sagt ja. So, jetzt muss ich da erstmal hin. Geh mal hin, ich komm danach. Kannst du nur einmal einsammeln? Diese Statuen. Weil wenn du es einmal gemacht hast, dann sind sie quasi einmal gelootet worden. Kommen aber wieder. Ja. Aber dann kannst du nicht sofort wieder looten. Nee. Das ist schon mal umgedreht, also so einfach. Ja, aber es geht ja direkt wieder los und machst wieder Schaden. Schaden machen. Das soll ich mal verstehen. Die sind auch tricky teilweise da anzukommen. Manchmal hast du so einen Kreis, sich im Kreis drehenden Feuerball. Ich bin auch nicht bereit. Dann hast du so eine Eisfelder oder Blutfelder. Die Eisfelder hatte ich gerade. Ich muss noch etwas warten. Oh, da ist ein Elementar. Ja. Den oben hattest du schon hier? Ja, jetzt wird er gerade grau. Was war?
bisschen in Liebe. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Kam der aus der Kiste? Nee. Kam einfach so. Ich muss noch etwas warten. Oh, der ist gerade grau geworden. Hat sich einer abgeholt. Nee. Ah, jetzt ist er wieder weiß. Lol. Hi. Komisch. Ja. Hört sich anders aus. Was sieht anders aus? Wie ihr Dingens, was ich geworben habt. Discord. Aber irgendwie sieht das genauso aus wie Diablo. Enshrouded meinst du, ah. Ja. Ja. Sieht aus wie Diablo. Irgendwie sieht es aus wie Diablo. Hä? Wir haben eine falsche Adresse. Wir sind doch im Channel Diablo. Ach so. Ja. Ja, wir spielen ja, nicht ja. Enshrouded. Nee, nee. Das ist gerade nicht. Oh. Ein Teil. Hier ist ein Digga. Elite Malphas. Ja, der Malphas, das ist der Boss hier, der große Elite. Aber nur der Herold. Nur der Diener. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Ups. Und Diablo war halt der erste. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ist gut. Also ich hab's mir schon geholt heute. Shrouded, Enshrouded. Ich glaube, bin noch nicht bereit. Ice-T wartet auch schon drauf, dass wir das spielen. Ja, wollte er das spielen oder wollte er das nur, weil ihr das so hochgehangen habt, dass ihr das interessiert? Ne, der will halt, dass wir das dann spielen, wenn man es spielt. Deswegen spielen wir es noch nicht, weißt du? Ne, weiß ich nicht. Keinen Sinn. Nee, aber das beantwortet ja nicht die Frage, ob er mitspielen will oder ob er nur sozusagen beobachten will, dass Spielaktivität da ist, die angeht. Keine Ahnung, also Bock hat er auch, ich hatte ja die Demo. Hab ihm davon erzählt, oh, da ja, hat er auch schon was. Und da hat er eigentlich auch Bock gehabt. Aber anscheinend sind wir gerade nicht häufig genug online. Oder ich zumindest. Aber ist ja auch gerade nichts da zum Zocken. Also nee, ich meine, hat er auch nicht. Also. Nee. Ich schon, aber ich spiele halt meistens oder so. Und hast du was mit deinem Auto klären können, Dan? Ich war noch krank heute. Ach meine was? Meine Taschen sind voll. Bist du krank geschrieben oder was? Nee, ja, ich habe mich krank gemeldet, sag ich so. Ja, okay. Das war auch schon. Corona oder was? Du hast jetzt aktiviert? Ich hab nichts. Nee, ich hab nichts aktiviert. Weil immer wenn du diese Falle, glaube ich, reinstecken, dann kommen mir die. Ja, ich weiß, die drei Stück. Ich hab noch gar nicht genug gehabt. Ich hoffe nicht, dass man nicht verfestigt, der gegen mich. Das war so ein Fehler. Abgebrochen. Und. Naja, solange es ja einigermaßen geht. Ist halt auch nur eine Erkältung, ne? Genau. Das nicht mal so. Jetzt Corona war, aber vielleicht war es auch einfach nur eine leichte Erkältung, keine Ahnung. Wenn man es nicht testet, kriegt man es nicht raus, deswegen teste ich nicht. Ja.
Naja, also ich teste das jetzt schon. Ich krieg, wie gesagt, morgen kriege ich nochmal frische Tests. Dann hab ich besser gefahren. Meine Tests sind abgelaufen, da weiß ich auch nicht, ob es stimmt. Ah. Die werden höchstens ein bisschen schwächer ausfallen, aber sonst passiert da nichts. Also meiner funktioniert halt nicht, der hat halt nur den T-Streifen ausgespuckt. Hier, die ziehen hier die ganze Zeit, Alter, die Leute. Ja. Die haben wohl gefarmt, hä? Ich muss noch etwas warten. Ich brauche mehr Geisteskraft. Dan, bist du Samstag zu Hause? Ja. Würde ich eventuell mal vorbeischauen. Ja, muss ich nochmal mit Christina sprechen. Naja, ich weiß ja nicht, ob er was vorhabt oder so. So, gehen wir mal zum Dungeon. Ja, also die kommt auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall da. Irgendwo hier muss ein Dungeon sein. Nicht bereit. Ey, ich bin am Samstag doch bei meinem Bruder hier Auto schrauben. Hm. Nein, also Christina wollte auf jeden Fall am Wochenende kommen. Ja, aber schauen wir mal gucken. Besser nicht, ob es schaffen. Fangen wir um 13 Uhr an. Grundsätzlich kannst du das sonst machen. Ja, ich melde mich einfach nochmal. Ich muss noch etwas warten. Ich dagegen bin. Niedersachsen. Ja, nicht wahr. Ich muss noch etwas warten. Ist zu groß. Da unten ist es. Den hast du ja schon geholt hier, ne? Ja. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss richtig raus. Schände seinen inneren Chor. Ich muss noch etwas warten. Ich bin tatsächlich Barbar sogar diesmal. Dann erst recht schände den inneren Chor. Was du den das auf Rotation findest. Ich muss noch etwas warten. In Rotation wirst du niemals. Ich bin noch nicht bereit. Das hast du Disney? Ja, ne? Disney Plus? Stern, ja, ne? Hast du nicht? Ah, okay. Was gibt's denn da, was ich sehen soll? Ah, wir haben neulich The Creator gesehen. Oder The Creators. Wo die KI versucht, die Welt zu übernehmen. Okay, ja, das geht noch nicht. Nee, kam er erst. Ja. Nee,
So, da oben ist der... der Schlitz. Der Riss. Und dann muss ich kurz verkaufen. Wo hast du nun jetzt hier? Achso, da bist du. Doch nicht. Ja, du kennst den ja schon. Du warst ja schon hier drin. Dachte ich. Muss man jede Season neuen Charakter erstellen? Entschuldigung, jetzt habe ich das auch. Wollte die ganze Zeit antworten, aber den zwei nicht ins Wort fallen. Ja. Wenn man die Season spielen möchte, dann schon. Wenn du die Season nicht spielen willst, dann nicht. Entschuldigung. Ich habe einen legendären Zweihänder gefunden. Jetzt schon. Ich will gut los hier. Ja, habe ich in der Kiste bekommen. Keine Ahnung. Die schlachten hier immer noch das Ding ab, ne? Die stehen hier immer noch. So, ich habe bekommen. Achso, ich muss meine Punkte verteilen. Da liegt ein Unique. Zwei Herrn Streitkolben. Sag ich ja. Hat auch einen. Ja. Ja, jetzt muss ich natürlich Platz machen. Unique oder legendär? Legendär. Den muss ich nehmen, ja. Ich musste den ja auch nehmen, das... Buchtwaffe. 300 mehr Schaden. Hast du mal auffühlen probiert? Ich habe gefühlt, noch nicht. Was ihr hast du mal probieren, das ist ja geil. Mitleidet.
ein Tor. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Nee. Ich bin noch nicht bereit. Hast du deine Liste in deinem, noch in dem Riss drinne? Ja. Ich komme dazu. Zeit. Ein wichtiger Gegenstand fehlt. Ja, die Call of the Pork, die fehlt. Hat da dabei. Also der Barbar ist nicht gut bestückt hier. Ich bin noch nicht bereit. Der darf mal das komplette Waffenarsenal erschöpfen. Und ist Digga. Ist das der Matscher hier? Ich muss noch etwas warten.
Ja, das ist gut. Es war was. Alles klar, noch viel Spaß. Viel Spaß, danke. Ich bin noch nicht bereit. Alter, hier sind die Fallen echt krass. Kann ich jetzt auch mal. Skorpione hier los bin. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. So. Dann haben wir uns ja auch hier gleich. Nitze rein. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gestern schon gemacht habe. Bei mir hängt es irgendwo fest, glaube ich. Ich soll sie nicht eigentlich. Soll man cooles Tagebücher finden, 5 Stück? Aber es ist ja eine andere Quest. Hat mit der erstmal nichts zu tun. Nee, nee, hat's auch nicht. Steht nur nicht mal, wo man diese Scheißdinger findet. Wie findest du in den Dungeons? Danach soll ich dann noch irgendwie verbessern den Sendeschall mit Hilfe der Feuerschale in der Torhalle. Hast du das auch schon gemacht? Nee, ich bin noch hier. Kann ja gar nicht. Du machst dann. Ich muss noch etwas warten. Was war? Ist hier ein Ringfall? Krass. Ihr habt ihn geschafft. Und er hat euch gehasst. Ich bin noch nicht bereit. Dann hier links.
Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Geht noch. Hm. Nö. Gib mal Quenz. Hier, mein Werkzeug. Bringt es wieder in die Tore. Ist fertig. Genau. Die Wäsche ist fertig. Ich geh mal kurz rüber. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Scheiße, Schokopapier. Die müsst ihr selber aufhängen. Na, Wäsche? Also, ich kennst du den, der die aufhängt sonst? Das kann ich nicht wiederverwerten. Ach scheiße, die läuft sogar noch. Ist doch noch nicht fertig. Fehlalarm. Fehlalarm. Ich bin gleich wieder. Jo. Guck mir das hier nochmal mit meiner Quest an. Na, meine Quest ist jetzt. Warte. Ich muss jetzt die Schnitzereien zurückbringen. Moment. Ich brauche mehr Zeit. Der extra Raum da unten. Ich brauche mehr Zeit. Gut, ich danke euch. Nun zum nächsten Schritt. Ich habe mich nie mit dämonischer Magie beschäftigt, aber die Fischerei schon. Was, es kam noch ein legendäres Schwert an. Wir müssen ihre Verstecke aufsuchen und sammeln, was wir können. Hier, ich markiere sie auf eurer Karte. So, die Welt, die er kannte, stellt eine Truhe den unsteten Seelenstein bei der Schatzmeisterin her. Was muss ich noch machen? Fertigkeit eingesetzt, gewährt sie euch 3 Sekunden lang eine Schadensreduktion. Okay.
Und in der unterstützten Fertigkeit verursacht Schaden, verlangsamt die gegnerischen Bewegungsgeschwindigkeiten 2 Sekunden lang. Je näher der Gegner dem Sendeschallkonstrukt ist, desto höher die Verlangsamungsmenge von 30 bis maximal 62% in der Nähe. Gut. Was? Ich bin schon 30. Achso. Was? Ein Trommeln des Gewölbes. Die konnte ich fertig machen. Jetzt habe ich nur noch diese komische Kuhls Herzen. Mit den Tagebüchern. Oh, krass, gab Steine jede Menge. Geil. Die kleine 2 heißt dann Level 2 wahrscheinlich. Ja, ist der. So, finde die Schriftrollen der Fiesi in der Bibliothek von Caldeum. Das ist meine Aufgabe. Ja, dann hänge ich wohl doch noch hinterher. Ja, dann machen wir mal deine, würde ich sagen. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ich bin gleich wieder da. So, das muss der. Abend. Los. Wie, seid ihr gar nicht am Zocken? Doch, wir zocken Diablo. Ach, Diablo, ich dachte, ihr zockt hier das Neue. Ich hab's schon, aber ich hab's noch nicht angespielt. Also noch nicht gestartet. Heute war noch ein bisschen verplant. Wir haben noch Serie geguckt vorhin und dann hat sich's jetzt auch nicht mehr gelohnt, noch eine Stunde für Lars mit anzufangen, weißt du? Aber wir werden demnächst auf jeden Fall starten, ja. Wann wollt ihr denn starten? Hi. Demnächst wahrscheinlich jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt am Wochenende klappt, weil irgendwie auch ich bin los zum Beispiel ist, aber ich nicht da. Wo bist du denn? Also da. Freitag meines 20. Geburtstag meiner Schwester reinfeiern, Samstag 20. Geburtstag bei meinen Eltern feiern von ihr. Na. Sonntag bei meinen Schwiegereltern. Marathon. Ja, ich würde sagen, das ist, da kommt man zu nichts. Das stimmt. Genau, deswegen, es rennt ja eh nicht weg. Aber, ja, ich hab's mir schon. Aber nächste Woche Dienstag, ab Dienstag habe, also ab Montagabend habe ich Urlaub. Praktisch. Eine Woche zumindest. So, und dann kann man dann noch ein bisschen zocken auf jeden Fall. Will ja eh aufnehmen, das Thema entschraudet, aber gerade nimmt es ja jeder auf. Das ist ja wieder wie so ein. Na klar. It's new. Hast du denn schon Palworld gestreamt? Ah, halt.
Das ist ja auch so ein Ding, dass das wie das so dermaßen in die Decke geht, verstehst du? Na, weil sich jeder drüber, keine Ahnung. Nee, weil das aufregt. Ein bisschen Pokémon ist mit so wie nennen sich diese Spiele, wo du andere NPCs arbeiten lässt oder irgendwelche Maschinen arbeiten lässt. Das ist ja nichts anderes. Diese ganze Konstrukte, die du aufbaust, damit du deine Sachen herstellen lässt. Keine Ahnung. Diese. Mein Factory und sowas. Wie heißt das? Mein Factory. Heißt das so? Ich weiß gar nicht. Wir hatten Satisfactory gespielt. Ja, Satisfactory, Entschuldigung. So ähnlich, nur halt, dass da deine Pokémon stehen, die für dich arbeiten. Oh, yes. Das kann ich nicht wiederverwerten. Warum? Wandelndes Arsenal. So, wo musst du hin? Warte. Der Map sagt. Macht ja sogar 10% Discount heute, wa? Ja, machen sie bei den Early Access immer. Neuerdings. Also, ich habe zwei Quests. Einmal habe ich der erstickte Schmerz findet einen Weg ins Gewölbe des Steins. Lol. Ja, in dem müssen wir es machen. In den Zeitsplittern gipfeln. Und der andere ist Kuhls Herz. Ja, das ist egal. Sagt, das macht es nebenbei. Das ist dann die in den Dungeons die Tagebücher. Dann hatten mir nur die Mats gefehlt, um mein Konstrukt zu formatieren, dass ich jetzt mit dem auch über weite Strecken kommunizieren kann, was vorher nicht funktioniert hat. Konstrukt kommunizieren? Ja, es gibt die Season hat gestern gestartet. Es gibt jetzt, du hast Pets dabei oder ein Pet dabei, was du buffen kannst und so. Und das, was, beziehungsweise du buffst nicht, es bufft dich und es kämpft mit dir. Und ja, du kannst es halt auch wieder. Sultan Cools Konstrukte sind es. Ja, so mal Mechs, die dabei. Sieht aus wie so eine Spinne, nur mechanisch. Also, ich sag mal auf der Karte. Hin. Da oben. Zeigt er zumindest an. Der erstickte Schmerz. Hier irgendwo sein. Geh einfach hin, ich komm dir nach. Teleportier mich hoch. Lida. Wieso, hast du Bock drauf, Dirk, oder was? Ob entfaudet? Ja. Das habe ich auch schon seit Ewigkeiten auf der Liste. Sehr schön. Also es haben auch viele in der Liste, dadurch ist es auch total gehypt irgendwie in Deutsch, in Steam. Und ja, war auch echt nice. Also die Demo war echt gut. Ja, ich muss halt gucken, also ist halt die Frage, wann ihr startet. Vermutlich nächste Woche. Denke ich mal, oder Lars? Ja, auf jeden Fall, Montagabend. Ich glaube die Woche, Montagabend. Montagabend und Freitag hören wir erst wieder auf mit Zocken. Nee, es geht nicht. Ich habe zwischendurch Bewerbungsgespräche, die ich führen muss. Oh. Soll ich auch mal vorbeikommen? Ich bin immer nur noch IT-Lord tatsächlich. Das ist schwierig. Aber du wolltest ja nicht. Ja, oh. Nee, IT ist nicht so meins. Nee, ich wäre ja PM gewesen. Komm mal zu dir. Alter, geht was hier so ab?
er zusammen, oder was? Ja. Alex kommt ja nicht dazu. Lass dir mal einen Lehrgang aufschwatzen. Hab ich doch schon. Kommunikation. Personalgespräch? Ach hier, da wo er neulich alle unterwegs war, ne? Nee. Das war intern Management in Oberwiesenthal. In Oberwiesenthal waren wir. Après-Ski, ne? Es gab Après-Ski auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall auch verloren. Firma zahlt. Apropos, mir fällt da gerade was ein, Dirk. Mhm. Junggesellenabschied krieg ich noch Geld von dir. Da bist du da. Ja, ich bin auch da. Junggesellenabschied. Ja, JP, also ist jetzt schon fast ein Jahr her, aber. Das ist gut, dass du mich jetzt daran erinnerst. Ich könnte es nicht mal sagen, ehrlich gesagt. Du musst mir einfach nur sagen, wie viele nochmal wurden. Wenn ihr den Chat noch hast. Welchen? Ja, nein, den JPA-Chat. Gab's ja nicht so viel. Also, denke ich mal, ist nicht so viel. Ich muss gucken. Ich bin noch nicht bereit. Ich weiß es jetzt auch nicht auf dem Kopf. Ich guck, stehen noch alle Daten drin, glaube ich. Ich hab's auch schon Ewigkeiten und dann immer wieder vergessen. Ja, oder wir machen es bei der nächsten LAN. Oder das, aber wer weiß, wann die ist. Na, ich hoffe mal nicht in so weiter Ferne. Musst du mal planen. Ja, habt ihr Bock auf LAN? Also mein Bruder ja sowieso, den wollte ich fragen. Auch wenn der Erste ist, der schlafen geht, aber... Ja, der ist der Erste, der schlafen geht und nicht viel von der LAN hat, also... Aber er ist dabei. Zumal ja, schleppt dabei. Er den Hund wahrscheinlich auch noch mit. Dann ist hier richtig Chaos, Alter. Der zerlegt euch alles, ich sag's euch. Gut, dass ich hier oben drüber bin. Aha. Ich freu mich immer, wenn man recht hat. Noch etwas warten. Oh nee, aber Dirk hat jetzt auch so einen unverstellbaren Tisch geleistet, wa? Mhm. Mega. So angenehm, ey. Hat er bei mir sich abgeguckt. Nee, das stand schon lange auf Agenda, aber es musste ja dann auch mal passieren. Oh, hier ist ein Goblin! Ich bin noch nein, der ist weg! Weil du geritten bist! Ach so, darf man nicht reiten? Nein. Oh oh. Ja, der ist betäubt. Ich muss noch etwas warten. Was wird bei dir gezockt, Dirk? Wann? Bitte was? Wann denn gezockt? Naja, was bei dir gezockt wird. Eine Zeit aus. Ich habe wirklich kaum Zeit. Also hätte er zum Beispiel heute angefangen, wäre ich raus gewesen oder jetzt die Tage, weil ich erst ab Montag kann. Montag ist aber auch Jens schon am Zocken und Dienstag aus Punktspiel. Das heißt, ich kann erst am Mittwoch dazu kommen. Was ich wirklich zocke, ist mit meinem Bruder ab und zu. Also ein, zweimal die Woche eine Runde Last Epoch. Epoch, hm. Und das war's eigentlich. Ich muss noch. Ja, es ist gerade echt nur rumgedümpelt hier auch. So eine Rocket League spiele ich ab und zu noch wieder. Oh, nicht mal mehr, wa? Das habe ich jetzt bestimmt. Also, wir haben das letzte Mal zusammengespielt, sozusagen. Das ist auch schon lange her. Da haben wir noch hier abends immer die letzten paar Runden noch. Hier war auch nichts da. Hier, mein Bruder war jetzt da, der hatte mal hier sein. Der hat noch so ein PS3 noch so ein geiles Force Feedback-Lenkrad rumliegen gehabt. Mhm. Und da ich ja mal die Forza angefangen habe, schon letztes Jahr irgendwann immer mal wieder mal reinschaue, muss ich einfach mal einzeln ausprobieren. Ich muss noch etwas. Aber tatsächlich zum Laufen gekriegt noch. Okay. Das von 2006 ist, gibt es so eine selbstgeschriebene Treiber im Internet für, ganz geil. Haben sich so ein paar Freaks dran gesetzt. Das ist halt auch noch heute dieses Thema integriert, kriegst, weil Logitech unterstützt das nicht mehr, aber das finde ich auch total Thunder eigentlich für Logitech. Bilden jetzt so hier alles überall Kopf legendär hier. Die stehen halt unter den scheiße Port rein.
kriegst du keine Treiber mehr für. Weißt du, kannst du dir dann nicht mal mehr auf der Webseite, dass ich meine, die können ja wenigstens die alten Treiber da oben lassen, aber naja. Halt alles. Natürlich. Geld kriegt, kostet Geld. Support kostet auch Geld. Ja, natürlich. Support ist sogar richtig teuer. Aber ich meine, so ein scheiß Driver, Alter, auf ihrer Plattform zu lassen, das spricht dagegen. Naja, wenn du einen Treiber dort lässt, dann musst du auch Leute haben, die Fragen beantworten können. Ja, okay, aber da kann man ja dann dazu schreiben, dass das dann halt ausgeschlossen wird oder so, weißt du? Ich glaube, da gibt es Rechte in der EU, die das nicht so einfach machen. Nicht zulassen? Ja, EU-Rechte halt. Wenn du die anbietest, musst du die auch supporten oder sowas ähnliches wird es doch sein. Ja, hier ist das Herr der Geborenen und was. Ich muss noch etwas warten. Ja, und mit Jens zocke ich noch Moria. Das macht auch sehr viel Spaß. Ach, habt ihr angefangen? Das haben wir angefangen direkt an dem Tag, an dem es rauskam. Oh, da musste man einen Stream schmeißen, mal irgendwie irgendwann. Montag zocken wir nochmal eine Stunde. Also das ist. Also wir spielen das wirklich super selten. Wir haben es auch 3 Wochen oder 4 Wochen, glaube ich, gar nicht gespielt. Na, Lars hat es gestern, glaube ich, ne? Gestern oder vorgestern? Ja, haben wir auch nicht gesprochen. Das ist halt. Im passt so. Passen tut's auch nicht dazwischen, weil es echt, wenn man es spielen will, also richtig spielen will, braucht man ja auch ein bisschen Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Naja, das geht bei uns aber schon, weil wir spielen, wie gesagt, auch nur sehr selten. Und dann halt mal für 1-2 Stunden oder so. Ja, aber das ist halt so nicht, was für mich drin ist. Derzeit habe ich ein paar Level gemacht. Ach, naja gut, ich meine, die Level sind auch wieder weg, wenn ich es nicht weiß, ne? Nee, ich rede von den Wischen, aber... Achso. Bei Division gibt es ja auch mittlerweile Raid wieder. Alter, was ist denn hier los? Hier ist alles dunkel geworden gerade. Ja, das liegt an der. An diesem Dungeon da, wo du rein bist. Noch bin ich nicht rein, ich bin hier in der Nähe. Aber krass. Sollst du mal reingehen, weil ich kann da nicht rein. Ich warte nur, bis du Ach so. Fertig bist. Oh, Alter, was ist hier los? Alter, hier ist voll der Mega-Mob am Start. Also, genug Mobs sind am Start, auf jeden Fall, ey. Ja, ist auf jeden Fall besser geworden. Ist nicht mehr ja, noch besser als im Blut... Was war das? Bluternte? Mhm. Die war ja schon geil. Schön dicht hier. Wenn noch mehr gute Gegenstände fallen würden, statt immer Schrott. Zerstöre die verderbten Verbindungen. Machen wir. Aber es ist gar kein Dungeon. Es ist das Gebiet hier, so wie es aussieht. Ich muss hier so eine Pylone zerstören. Ich bin noch nicht bereit. Also ist doch nicht die Quest, die du... Sag mal, kann es sein, dass alle unterschiedliche Quests haben? Nein. Das würde ja auch absolut nicht zum Multiplayer Season passen. Ich habe die Welt, die er kannte, als Quest. Ja. Ja, aber die wir jetzt hier gerade machen, ist auch nicht die, die wir für dich zuvor gemacht haben. Doch. Das muss sein. Du warst da noch nicht so weit. Töte die verbleibenden Gegner. Ach so, okay. Dann kommt der Riss erst noch. Und zwar jetzt. Das schreit sich noch vor. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich habe das Gefühl, was ich zu tun habe.
Ah, ist das cool. Ja, und ich bin noch nicht bereit. Ja. Wie heißt das Pendant zum Diablo? Ich komme, ich vergesse es immer. Also weg. Guck oder was? POE, genau. POE, ach ja, das findest du auch noch nicht da. Teil 2. Wird ja dies Jahr auch nicht. Muss noch etwas warten. Echt? Ich dachte, das kommt dieses Jahr noch. Ja, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Die haben geblufft, die Jungs. Bei der Anfrage. Kommt erstmal in die Glossbäder. Die Close Beta kommt da erst. Also 2025, ja. Wahrscheinlich. 2025 für alle, ja. Ja gut, ich meine, weißt du, im Endeffekt ist es mir egal, solange dann das Produkt vernünftig ist. Ja, 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 alles gut. Aber da hat wenigstens Diablo noch Zeit, ein bisschen sich vorzubereiten. Mhm. Also es macht ja auch Sinn, dass beides existiert, einfach weil der eine die andere Konkurrenz belebt ist. Und so ist es auch für die Spieler entspannter. Weil Mitte des Jahres kommt ja dann nochmal ein Add-on von Diablo. Das erste. Oh, jetzt geht der Timer hier wieder los. Ich bin jetzt fertig. Daher. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Aber die Season hier macht schon mal sehr viel Spaß beim Level. Ja, das ist das Wichtigste, wenn es keinen Spaß machen würde. Ja. Ja, nach 2-3 Wochen ist das auch wieder durch. Ne? Aber mal abwarten, was der Mid-Season-Patch noch so bringt. Was er als Überraschung parat hält. Ich muss noch etwas. Ja, aber was war denn jetzt wirklich eigentlich der neue Content? Neue Klasse oder irgendwie was? Nee, noch nicht. Die bauen erst die Welt noch aus. Endboss, Endgame. Ja, sowas kommt rein, ne? Ja. Also, das wäre nämlich für mich keine Motivation, einen neuen Charakter unbedingt zu ziehen. Nee, also da haben wir neue Mechanik. Also tatsächlich testen sie da ein bisschen wie bei Path of Exile auch einfach neue Mechaniken aus. Jetzt machen wir zum Beispiel dieses Pet-System mit diesen Seneschal-Konstrukten, wo du halt die Waffen kannst und die Fähigkeit geben kannst. Dementsprechend für die Gruppe oder für dich alleine, je nachdem, was du machst. Also sehr viele Möglichkeiten. Und natürlich neue Portale, neue Missionen, also im Sinne von Endgame-Aktivitäten, neuen Bosse, die du dann machen musst, damit du halt dann auch die Unix bekommen kannst, die du sammeln musst. Ja, neue Items sind auch reingekommen. Auf jeden also Fall. Also für die ganzen Klassen neue Skillsysteme im Sinne von, was möchtest du eigentlich mal werden? Mit diesen Unix kannst du ja deine Spielrichtung ausbauen oder verändern. Also es ist nicht nur so, dass da neuer Charakter und Spiel dasselbe nochmal, sondern es ist schon auch nochmal komplett anders, was die Buffs angeht und so, die es jetzt gibt. Also alleine diese Seneschall gibt ja übelste Buffs. Das klingt soweit erstmal vernünftig. Also die sind schon abwechslungsreicher, aber zweimal geht es echt bergauf. Ja, und die 3 jetzt hier ist schon ein Schritt, wo ich sage, das macht Spaß auch beim Spielen. Also du merkst halt, du wuchstest die halt schon beim Leveln weg. Also es ist nicht so, dass du mit einem Schlag alles wegmachst, aber du merkst halt, dass die Gegner umfallen und deine Fertigkeiten schon ein bisschen auch Schaden machen. Also nicht, dass du da, wie soll man erklären, wuchst dich halt, ne? Wenn nicht so irrelevant. Warte.
Hm? Eine Wuchtwaffe ist das, ein Zweihänder Streitkolben. Probier mal nicht auffüllen. Glaub mir. Ja, ja, mach ich besser noch mal. Ich muss ja eh noch mal auf die Skillen, dann wenn wir rübergehen auf die 3 vielleicht. Also ich bin jetzt schon die ganze Zeit hier drinnen, aber du brauchst doch nicht unbedingt extra reinkommen. Nee, ich mach hier draußen einfach ein bisschen was. Draußen, genau, machst du die Dings weiter. Ich hab jetzt ein paar von diesen. Ich muss noch meine Gegenstände leveln hier. Das Konstrukt macht echt Schaden, ne? Und letzte Season habe ich tatsächlich so, ich hab nochmal geguckt. Ich habe echt 2 Charakter auf 100 gespielt, ne? Ja, ich hab auch 2,5. Und das in 3,5 Wochen oder so, also ich hab echt. Ich bin aber auch schnell. Ja, der Mage war in dieser Blut, in dieser Bluternte drin. War ja, da war ich ja nicht mal aus dem Dorf rausgelaufen, da war ich ja schon 15 oder 17 oder. Ich muss noch etwas machen. Gebiet entdeckt, 3 Level Update, 3 Level hoch. Ich bin noch nicht bereit. Eine Klebe sagt mir, Klebe war doch hier noch Sachen bei mir. Das ist ein Stimmwürfel. Ja, ja. Aua! Ich muss noch etwas warten. Diese Lachen, wenn du die Fallen gerätst. Ah ja, und die neuen Dungeons haben Fallensysteme, wo du halt, wenn du getroffen wirst, Punktabzug bekommst und am Schluss weniger Loot. Meine Taschen sind voll. Wenn du die betrittst, du musst halt ausweichen. Ja, also du bist jetzt nicht mehr gezwungen, Dirk, um zu leveln, die ganze Zeit Nightmare Dungeons durchzurotzen. Okay. Die du nicht mehr sehen kannst irgendwann. Also das ist vorbei. Das war jetzt bei der letzten Season, war das diese Bluternte, da hast du echt gut Zeug gekriegt. Oh oh. Oh oh. Und jetzt die Season sind halt diese, nennen sie die Gruben oder was? Ja, Gruben. Risse? Risse, Gruben, Portale, du kannst ja über die Portale auch eingehen. Von, also die schalten mir quasi frei, durch diese Quest. Und dann hast du die auch. Ich muss noch etwas warten. Hast du Monster Hunter eigentlich noch weiter gespielt? Ich glaube so 10, 12 Karten habe ich durchgespielt. Okay, krass. Oder bist du doch so gut mit zurechtgekommen, ja? Wunderbar, also. Okay. Top Steuerung. Also. Es war für mich besser als das alte Monster Hunter. Top-Steuerung, Alter. Naja, für so ein Konsolen. War schon gut. Also. Wie viele Stunden habe ich? Ja, 20. Das hat schon Spaß gemacht, also. Ja, und du hast halt unglaublich viele Möglichkeiten, wie beim alten Monster Hunter auch, was du machen kannst nachher. Du kannst natürlich wieder angeln und so ein Zeug, du kannst Fotos schießen. Ja, ja, bei dem Monster Hunter kannst du noch, keine Ahnung, noch Wände hochlaufen und so ein Zeug. Ja, und diesen Enterhaken hast du ja auch noch. Genau, und das macht auch richtig Spaß damit. Und dann kannst du halt viele Punkte der Karte entdecken, wo du sonst nicht hinkommst. Ja, Camps freischalten. Alles Mögliche. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo wir uns gehört haben. Ziemlich. Schon eine Weile her. Das war letztes Jahr noch. Weiß das gar nicht mehr. Ja, das war letztes Jahr. Das war vor Silvester. Also eine ganze Ecke noch vor Silvester sogar. Das muss gewesen sein, kurz bevor ich zu meinem Bruder gefahren bin damals. Lasst euch mal an. Wahrscheinlich so um den 20. rum, kann das sein? Dezember? Kann sein, ja. Also ich hab's am 18. das letzte Mal gespielt. War sogar noch früher.
Nach 4 Wochen oder so. Ich nehme mal ein bisschen Zeit reingesteckt habe, das war Factory Town. Ach, so ein Industrie-Simulation quasi, oder? Ja, aber ja, genau. Satisfactory, also, nur halt ein bisschen anders. Ja, du baust halt nicht selbst, sondern du managst nur. Ja, ja, machst du bei Satisfactory auch. Du baust die Anlagen auf, die dann verschiedene Sachen herstellen, an denen du dann wieder was Neues herstellen kannst. Joa. Ja, das Bomberman habe ich mir geholt. Oh, echt? Ein Muffi? Ja. Runter auf 40. Ah, okay. Weiß ich, weiß nicht mehr. Aber zu Weihnachten oder was? Ich habe noch geguckt. Ich saß nicht vor meinen Eltern. Das war, nee, aber das tue ich mir jetzt nicht an. Also, wenn es mal wirklich hier so für einen Zehner oder so, ja, bin ich dabei, aber die sind ja echt unverschämt. Ja, mal gucken. Also, ich hab's Daniel auch schon erzählt und wenn ihr irgendwann mal Bock habt, dann können wir das mal alles anspielen. Kann man das couchen oder müssen wir das alle besitzen? Ist das so ein Koop-Titel? Ach, na, doch nicht. Kannst du ja mal gucken, wenn er jetzt mal. Remote Blade oder so. Yes! Yes! Also, von daher, voll. Geht. Ja, können wir auf jeden. Und das können auch wirklich alle mitspielen, weil es bis zu 64 Spieler spielen sind. Boah! Auf einer Karte! Für eine LAN kann man das zwischendurch schon mal spielen. Ja, das klingt nach einem Plan. Ich muss noch etwas sagen. Ja, ich kann ja die Tage mal, ne? Trotzdem raushauen. Der Minus ist das Schwierigste. Ja, naja, das ist ja nicht das Ding. Aber mal 6 im Raum oder 4 und dann ist es. Hat ja immer geklappt. Das denke ich auch. Ja, nee, 7 Days to Die habe ich viel im Einzelspieler gespielt. Oh. Das macht unglaublich Spaß, also die aktuelle Version. 22, ja. Dezember gespielt, sehe ich hier. Ich brauche mehr Zeit. Also wir spielen sie gerade auch jeden Sonntag. Ich und der Lars. Ich und der Lars. Ich und der Lars. Ich, Lars und der Lars. Naja. Der Spectre Lars und ich. Also ich finde die ganzen Änderungen, die sie reingebracht haben, total geil. Ja, hast du letztes Mal schon. Auch dass die Zombies jetzt Gliedmaßen verlieren können und dann auch richtig nach stumpfem Fassmaul sieht, wenn du den mit einem Hammer arbeitest. Ja, alles, also. Die neuen Toys, die Generierung. Da gibt's ja dieses Jahr dann die 22 mit Physik-Szenen. Was mir aufgefallen ist beim Händler irgendwie, ich bin auch, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie immer in Erinnerung, dass es beim Händler irgendwann ein Fahrrad gab. Ich habe das hier gar nicht gekriegt. Ja. Ich habe Quests oder so gemacht, irgendwie ein Fahrrad gab. Nee, das Fahrrad gibt es nach 5 Quests. Entweder du kriegst es oder du hast keine Auswahl, dann musst du zum nächsten gehen. Also, ah, verstehe. Immer die erste Stufe auf Stufe 2. Also eine Wahrscheinlichkeit. Okay. Ja, und was mir aufgefallen ist, also wenn man wirklich komplett alleine spielt, diese 100 Nägel alleine für die erste Werkbank, das ist ja so kotzen. Das war mir gar nicht bewusst. Deswegen eine Forge bauen und selber schmelzen, dann geht die schnell. Ich glaube, eine Forge kann ich noch gar nicht. Doch, wenn du eine Werkbank bauen kannst, kannst du auch eine Forge bauen. Okay, ja, keine Ahnung, wie gesagt, ne, 20.12., also ist auch schon ein Monat her. Ja, ja, ist gut, aber es ist dann. Und Silvester war das. Das auch noch. Also das ist dann tatsächlich, wenn du, das erste ist ja die, Forge mit 5 Büchern, Schmiedebüchern, dann kannst du direkt die Forge bauen. Wenn du die Forge hast, hast du auch die.
Also das mit den Büchern finde ich am geilsten. Genau. Finde ich gut, ne? Hemmt mich natürlich ein bisschen. Ja, aber sobald du Skillpunkte vergeben hast, kriegst du ja vor allem diese Bücher. Und wenn du 100 von 100 hast, kriegst du die Bücher nicht mehr. Also nicht mehr in der Wahrscheinlichkeit. Bin ich echt gut gemacht. Ja. Gehst auf Shotgun, kriegst mehr Shotgun-Bücher. Gehst auf Pistole, kriegst mehr Pistolen-Bücher. Das ist total... Ja, aber du bist halt auch aktiv gezwungen, immer loszuziehen und dann, sag ich mal, Bücher zu suchen, ne? Also auch wenn es Bücher jetzt wirklich in Massen gibt. Ja, aber das ist klar. Aber du bist auch dann mal entschieden, als Belohnung vielleicht ein Buchpaket zu nehmen, statt was anderes. Ja, auf jeden Fall, die habe ich auch genommen, das stimmt. Ja, und auch richtig beschissen Solo ist, wenn du ein Seuche hast. Du kriegst sie einfach nicht weg, weil du gar nicht so viel medizinisches Zeug kriegst. Da geht es nur im Wald rennen und Bäume hacken für Honig. Ja. Das sind die Lifehacks, weißt du? Gut, das war mir gar nicht bekannt mit dem... Na komm, Lars, ab welcher Version spielst du? Seit 1. Ja. Das ist ja schon jetzt 10 Jahre her, ne? Seit, naja, deswegen. Warte, lass mich überlegen, 20. Dezember oder 19. Dezember, 10 Jahre. Aber was mir auch aufgefallen ist, also wenn du mit der Keule bist, ziehst du eine Waffe, da können selbst, keine Ahnung, 8 oder 10 Zombies auf dich losgehen, die liegen alle noch auf dem Boden oder sind sofort enthauptet. Ja, in meinem Spiel ist das gerade nicht. Ja gut, du hast wahrscheinlich ein bisschen hochgestellt, weil du auch schon zu lange spielst. Ja genau, also dann nicht mehr, ne? Dann musst du schon ein paar Skills verteilen. Damit dann auch die Zombies tatsächlich umfallen. Ich habe ja mit dem Hammer, mit dem Vorschlaghammer ziemlich lang. Und der braucht ja ein bisschen mehr Ausdauer. Aber wenn du den einmal geskillt hast, ist halt pro Kill auch Ausdauer wieder. Und mit den Dingen killst du ja alles. Also da haust du ja auch jeden Zombie auf den Boden. Wir haben jetzt schon die ersten 2 Zombie-Horden-Nächte gehabt. Wir haben immer alle 5 Tage die Horde, nicht alle 7. Und wir haben die so gebaut, dass wir immer mit Nahkampf rankommen, aber sie nicht an uns rankommen. Und dann haben wir die immer schön mit dem Vorschlaghammer weg. Die zweite Horde haben wir sogar schon Elektrozäune aufgebaut. Und schön die Gegner im Elektrozaun festhängen lassen und immer schön mit dem Vorschlaghammer auf den Kopf hauen, ey. Jawohl. Also, du kannst jetzt auch richtig geile Basen bauen mit Fallensystemen. Und du musst nicht dich irgendwo hochbauen, sondern du kannst tatsächlich auch so bauen, dass die Zombies irgendwo festhängen, beziehungsweise in den Fallen laufen, Geschütze dir helfen, etc. Noch viel, viel geiler als noch in den alten. Hört sich gut an. Auch, dass du die Kabel nicht mehr siehst, macht immersiver. Also man sieht das einfach nicht mehr diese Kabel durch die Gegend. Kabel war da. Weiß noch, JP hat immer geflucht, wenn es mit den Kabeln wirklich Probleme gab. Ich bin noch nicht bereit. Ja, und alternativ kann ich dazu noch empfehlen, Front. Kennt ihr was? Ich hab's gerade nicht, ich höre auch nicht, ich hab grad laut. Ich hab hier gerade so einen mega Bomb am Start. Ich bin noch nicht bereit. So, jetzt. Ja, ich meine, alternativ gibt es noch ein Spiel, das nennt sich The Front. The Front. Das ist im Prinzip auch ähnlich. Genau, du hast eine riesige Karte, die ist für 200-300 Spieler. Und ist halt auch, du hast einen Charakter, der wird sich hoch, kann dann darüber Sachen freischalten und so weiter mit schönen Bauen. Das Interessante hier ist aber, dass du, wenn die Gegner angreifen, dass du im Prinzip sowas... Ja, wie soll man es nennen, wie man es aus Tower Defense kennt. Das heißt, du baust deine Basis so auf, dass die Gegner möglichst durch viele Fallen laufen. Du kannst halt alle möglichen Arten von Fallen bauen. Je höher du dann im Level kommst, desto bessere Fallen kannst du aufbauen. Musst du dich dann natürlich auch versorgen und so ein Zeug. Ja. Und jeder, also wenn du das, es gibt gehostete Server. Und die haben dann Reset Cycle oder Timer.
Ja, riesige Karten, kannst viel finden, kannst viel machen, also ist auch nicht schlecht. Mhm, aber da ist Seven Days to Die mein... Ich weiß, da wirst du nicht von wegkommen. Das ist halt ein, das auch als ja. Tower Defense gilt, ne? Du kannst es wie gesagt jetzt auch so aufbauen. Theoretisch. Also, das ist richtig geil. Na, haben wir doch auch nur gemacht. Wir haben auch diesen Turm leer gebuddelt und im Keller alles mit Pieken ausgebaut. Ja, aber Pieken ist nicht Tower Defense. Tower Defense ist, ja, dass du Fallen baust und die aktiv durch diese Fallen müssen. Ja. Und genau. Das und nebenbei du sie halt bekämpfst. Also du kannst sie ja aufhalten und dann versuchen, ne, so zu bauen, dass du die halt immer wegmachen kannst. Also das Ziel ist ja nicht, dass die durch die Fallen laufen, wo du keine XP bekommst. Sondern tatsächlich ist das Ziel ja eigentlich, dass du so viele weghauen kannst, weil die ganzen Lootbeutel, die da kommen, ja dir richtig geilen Loot geben am Schluss. Und umso mehr du umbringst in der Hordennacht, umso besser levelst du ja auch. Das heißt, wenn du sie nur in diesen Stacheln umbringst oder aussitzt, dann hast du ja nicht viel gekonnt von der Nacht. Also ich nutze die Hordennacht zum Leveln, ne? Ja. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Und nicht, um Angst zu haben, in der Ecke zu sitzen. Aber ich glaube, wenn du nur in der Ecke rumsitzt, hast du auch gar keine Chance zu überleben, oder? Doch. Du kannst dich ja in so einem Hochhaus Treppe weg, fertig ist, ne? Decken. Reißen die das nicht ab? Ja, die reißen das schon irgendwann ab, aber das dauert. Also so ein Hochhaus, das kriegen die nicht so ohne was weg, weil du kriegst ja immer nur 8 Zombies in der Nacht. Also, wenn du alleine spielst. Sind ja standardmäßig 8 Zombies. So, 8 Zombies hauen jetzt nicht unbedingt die Base weg. Also da brauchen sie ewig. Bei so einem Betonblock von 5000. Aber die spawnen nach, wenn du die tötest, oder? Ja, ja, genau. Dann haben die eine maximale Anzahl von Gegnern, die da kommen werden. Also die Horden werden immer mehr, ne, Zombies. Also bis man halt komplett leer gemacht hat. Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, die erste Horde hat, glaube ich, irgendwas mit 25 Zombies. Oder 50 Zombies oder sowas, keine Ahnung. Das heißt, wenn du die 50 gefüllt hast, ist die Hordennacht auf 50 zu Ende. Und meistens schaffen wir das ohne Probleme. Um 3 Uhr, 2 Uhr nachts ist dann die Horde vorbei. Ich brauche mehr Zeit. Später sind es dann halt 300 oder so. Das ist dann halt schwieriger. Und da ist jemand gekommen, hallo. Daniel. Ja, der ist back, der hat gegessen. Geschmeckt. Ja, war okay. Ja, was gab's denn? Ich hab noch Pommes. Pommes? Pommes aus der Friede. Daniel, was hast du denn eigentlich? Ich schätze, ich weiß nicht, er fällt auf mich. Okay. Ich hätte dich auch mitgenommen. Ja, nee. So fit bin ich nicht. Ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie. Tja. Ich muss noch etwas warten. Nur ob ich jetzt so ein ganzes Steak verdammt gekriegt hätte, das ist noch. Ich muss noch etwas warten. Achso, ihr hattet ja wieder Steak an. Ja. Shooter, Deckenlampe. Ja, hat die Dämonen unter eurer Haut gelassen. Ja, hab ich. Aber wie war's denn? Ja, entspannt, ne? Seine Runde. Ich bin noch nicht bereit. So, wie heißt denn das eigentlich für Ingo? Bitte was? Wie heißt denn jetzt deine Quest, wo du jetzt bist? Warte, ich bin noch im Dialog. Ah. Ein Zahn. Das ist Flapsteak. 200. Ich muss noch etwas warten. Besonders billig Flapsteaks oder was? Besonders viele verschiedene Varianten zur Auswahl. Ich mach mich so ein bisschen.
warm. Fidea. Ja, Daniel. Ach, nächste Woche soll es dann nicht im Shroudet losgehen, wenn du Lust hast. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich habe dafür keine Zeit. Was machst du denn? Was ist denn wichtiger als im Shroudet? Mit uns? Nein. Ich denke, ich werde... Es sieht halt so aus, als ob das eine Menge Zeit braucht. Und, ich muss noch etwas warten. Das ist dann halt die Christina bestimmt gerne mit mir spielen will. Und dann... Okay. Ja. Liebe geht vor. Ja. Kann wow. Man nachvollziehen. Alles gut. Vor allem der Haussegen. Ey, du brauchst nicht für Schäden. Ja, ja. Es ist entspannt auf jeden Fall. Entspannt, ja. Wow. Nächste Quest. Die Welt, die er kannte. Ja, die hab ich. Faldeum. Ja, die hab ich. Würde aber noch mal zum Ding hochspringen. Meine Taschen sind auch noch. Ich muss noch etwas. Voll, ja. Noch mal zum Baum hochspringen, weil das jetzt. Und ein Rauch. Ja, wir hatten heute Burger, Alter. Aber nicht das Fettnis. Ich muss noch etwas wagen. Gepackt ist und dann. Schön belegt. Also, Fast Food Burger aus der Tiefkühltruhe oder wie? Ja, nee, nicht ganz. Nicht TK, ich glaube, die sind aus dem Kühlregal einfach nur, ne? Ja, ja. Voll frische Patties zum selber geholt. Ja, ja, sind schon drin. Auch schon vorgegart, brauchst eigentlich nur Aufwärmer. Nee, ja, eigentlich schon. Das ist ja schon widerlich. Aber wir haben die nicht aufgewärmt, wir haben sie tatsächlich nochmal angebraten. Ja, aber vorgegart, das ist ja nicht frisch, also das ist ja schon im absoluten Bereich von mir zwar. Ist völlig egal, was das schmeckt. Und wir sind satt. Ja, wie letzten Tag ist das gefuttert, ey. Das war jetzt kein Kebab. Oh ja, bewegt sich schön. Irgendwie. Das mit dem Trockner funktioniert nicht so richtig heute. Das ist bestimmt schon seit 3 Stunden. Solange bis die Sicherung kommt. War besonders nass. Das könnte sein, weil es war eine 40 Grad, da schleudert der nur auf 1000 oder so knapp. Auf jeden Fall noch ein bisschen feuchter, ja. Und es war auch eine gute 8 Kilo Ladung. Ich bin nicht bereit. So, na dann. Also, solange du deinen 5 Kilo Trockner nicht überladen hast, dann... Nee, ich hab den 7 Kilo Trockner nicht überladen. Nein, keine Ahnung. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ja,
weggeportet, ihr Drecksäcke. Da meinen sie hier. Sind auf der Stufe hier überhaupt keine Weltbosse und Nein, erst ab Steuer, ab der 3. Echt? Interessant. Ich dachte, die wären bei 2 auch schon. Aber nee. Da ist noch Level angesagt, da gibt's noch nichts. Alexa. Esstisch an. So, ich geh zu einem Raum und dann kann's weitergehen. Also ist ja nicht. Also ich bin da auf jeden Fall schon weg. 11. Hau rein. Genau, macht's. Gute Nacht. Eingehauen. Ja, dann bin ich auch wieder weg. Ich wollte nur halt auch nochmal so, ne? Okay. Bis die Tage. Ja, ja. Ruiniert nicht die ganze Arbeit. So, ich hab hier 8 Skillpunkte hier. Na dann verteil mal. Aber am Anfang ist ja eh noch nicht so wild. Ich sag mal so ab 50, da musst du dann mal langsam 50. Außerdem ist ja eh Magie abhängig, was fällt. Also ich habe jetzt schon so ein geiles Ding, wenn ich diesen Ansturm mache. Niedertrampeln, so rum. Dann kommt so eine richtige Steinlawine mit. Ja. Der Bär? Ja, ne? Wenn ich mich recht entsinne, schon ist lange der her. Bär, genau. Ich habe den Druiden, glaube ich, noch. Da gab es die Season noch gar nicht. Ah, nee, doch. In der ersten Season habe ich den Druiden gespielt. Also angefangen. Ich habe mal nie zu Ende auf 100 gekriegt. Aber der war schon krass, Alter. Den habe ich ja innerhalb von. Och, weiß ich gar nicht. Das war auf jeden Fall ratzifatzi. So schnell. Oh, knapp 70 oder was der geworden ist. Mhm. Na gut. Lieber Baum, geben Sie mir ein gutes Ding, also einen guten Gegenstand oder irgendwas. Ich bin noch nicht bereit. Es ist getan. Oh. Hat sich ja nicht gelohnt. Ah, ich kann meine legendäre schon auswählen. Von der Natur. Was nehmen wir denn jetzt hier? Was war denn hier? Irdene Macht. Bärenkraft. Erhaltet ihr Werbergestalt sowie 3 Sekunden nach dem Verlassen der Werbergestalt zusätzlich 20% maximales Leben. Wenn ihr gesund seid, verursacht ihr 25% erhöhten Schaden und 25% erhöhten Überwältigungsschaden. Das nehmen wir doch. Hat eine Dehlung mit drin bei dir? Ja, ne? Ja. Durch den Werbär hast du automatisch Dehlung. Ich muss mich nur verwandeln, dann kriege ich sofort Dehlung. So. Ohrhalle, das wollen wir nicht hin. Wir wollen diesen Quest. Kaiserlichen Bibliothek. Da, wo die Hölleneingänge sind. In die Hölle. Hölle, Hölle. Computerdeckenlampe aus. Ist das kalt? Ja. Ja, war es leer? Hab ich eigentlich Trinke? Ja, habe ich als Kind gespielt. Diese Stadt war mein Zuhause. Was ist mit ihr passiert? Guck mal, du hast mich schon wieder überholt.
Ja, weil du die ganze Zeit da rumgedümmelt hast. Mein Vater ist ein Diener von Aldiabolos, dem Herrn des Schreckens. Wir müssen seinen Namen anrufen, um den Dämon zu binden. In deiner Nähe. Ach scheiße, ich komme überhaupt nicht los. Da wären wir. Hier nicht, hier gibt es ein Portal, wo du hinporten kannst. Ja, das ist bei mir nicht aktiv. Doch. Also, dann komm einfach zu mir, indem du in die Stadt gehst und dann. Ja, ja, ich gehe jetzt in die Stadt gerade. Ich war ja beim Baum noch. Wie du das. Da hast du es nie eingesammelt wahrscheinlich. Eigentlich ist das doch immer aktiv, wenn du einen neuen Charakter machst. War er wohl nie hier, der Herr. Obwohl nee, das die Hölle ist. Das kann nicht sein. Ja. Sag das einfach. Das Sanktrum der Ishari. Eigentlich ist hier der Eingang zur Hölle. Also, dass wir nicht in die Hölle können und dort farmen, finde ich schade. Die Drei. Zwei ist es auch schon. Oh ja, es sind zwei grüne. Müssen wir die voll quatschen oder was? Nee, das sind Bücher. Wenn du fertig bist, müssen wir raus. Hast du noch einen Trank? Nee, hab mich eingepackt, war nicht mehr beim Händler. Jetzt bin ich durchgeportet. 36er Tränke. Schattenwiderstand, danke. Grüße. Hallo. Danke. Grüße. Lebt wohl. Die Bestie lebt in euch. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich muss Hilfe machen. Tut mir leid. Hilfe müsste machen, komm nicht hin. Hilfe wäre jetzt willkommen. So. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Hilfe. Das ist eine Quest. Ich muss noch etwas sagen.
diese Steine gewinnen? Man war in Season 1 total über bei dem Typen, Alter. Die kamen nur noch. Kiste. Ja, eine Ruhe werde ich mir auch nochmal rauslassen zur nächsten. Jäger habe ich auch noch gar nicht gespielt. Jäger habe ich auch noch gar nicht gespielt. Also Jäger macht Spaß. Vor allem im Nahkampf. Mit Furke. Mit Schraubklingen. Haust du eine Schraubklinge rein, springst zum nächsten Gegner, kommt die Schraubklinge her, alles fällt um. Das Ding muss weg. Nicht hier in bitte. Ich muss noch etwas warten. Abgestaubt hat er. Nice. Ja, geil, der richtet den Wirbelwind aus, oder was? Jawohl. Das ist cool. Wieder gibt es ja diesen Höllenhammer, der dann auffühlen noch anbrennt. Aber auffühlen ist das Meter. Ich bin noch nicht bereit. Alter, ganz in der Ecke hier runter, wa? Obwohl, jetzt geht's. Ja. Wollt mal laufen. Ich muss mal das Pferd wechseln. Das. Ganz nach oben. Naja. Ich laufe. Portal in der Nähe. Ja. Hab ich dort, kannst du mir bauen, dann. Portal hab ich. Hast du? Gut. Das kann ich hier nicht tun. So, mal schnell ins Inventar gucken. Looking, looking.
Da muss man hin. ein wenig zu hoch geportet. So. Hab schon erwähnt, dass morgen ein Scheißtag wird. Prozesse, 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 Prozesse. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche mehr Zeit. Wo ist der Schmied? Eisenwolf-Schwert haben wir eingesammelt. Ach, es gibt keinen Schmied hier. Naja, egal. Das habt ihr beunruhigend leicht erledigt. Ihr wart schon einmal hier. Ich muss noch etwas warten. Ich bin an dem Altar, wo er hin muss, weil dann müssen wir eh wieder woanders hin. Dass er herfordern müsste. Ich bin gerade auf halber Strecke. Was da? Okay. Dann müssen wir eh wieder woanders hin. Okay. So. Ach, fuck, ich hab. Okay. Ich will doch den Shop nicht haben. Der Shop. Oh, da unten. Legionäre kommen. Links unten. Ich überleg gerade, ob ich hier lang gehe. Also nicht Bibliothek. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ich bin da. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Wohl an. Ich muss noch etwas warten. Ich. Ich muss noch etwas warten. Hm? Hast du den Außenposten schon gefunden? Nö.
Auch nur eine Nebenquest hier. Hier ist es. Drüben bei mir. Muss dann aber letzte rein. Ja, ja. Muss dann gleich offline. So, früh muss 37 und 8 sein. Blutziehen. Ich bin noch nicht bereit. Ah, richtig betäubt, guck mal. Ich bin noch nicht bereit. Oh, es gab einen höllengesegneten Runenstein. Wow. Willkommen. Legt alles ab. Die unterstützte Lichtbogenfertigkeit kann einen weiteren Gegner treffen. Nicht daran. Aber er trifft jetzt zwei Gegner. Nicht solange ich in der Stadt bin. Thank you.
ja, ja. Das haben wir. Wir werden uns zum Gewölbe in Havisa begeben und den Dämon dort isolieren. Sobald er gefangen ist, können wir ihn zwingen, Gestalt anzunehmen und ihn dann töten. Findet ein Tor innerhalb des Gewölbes. Ich werde ein Portal öffnen und euch folgen. Okay. Noch schnell einmal meine Quest hier abgeben. Meine Geisteskraft abgeben, so. Deine Geisteskraft abgeben. Ja, ich sammle doch für den Druiden immer Geisteskraft, damit ich dann diese Tiere leveln kann, diese 4 Sternzeichen. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Kann man denn diese Leitsteine leveln? Kriegen wir noch. Okay, dann haben wir das auch fertig. Wo müssen wir hin hier? Theoretisch. Ach, da unten. Der Turmoor. Irgendwas.
der Tumor. Da ganz unten ist ein Mini-Mini. Wollen wir den noch machen? Ein Mini-Mini? Ja, so ein kleiner Kreis ist das halt. Ja, das ist ja ein Riss. Musst du wieder rein. Ah, das ist nicht nur Mini, sondern das ist dann. Nee, das Boss. Dauert länger. Machen wir. Später. Ja. Komm, ja, guck mal, heute wieder 40, gestern über 20. Morgen? Jo, ich bin da. Alles klar. Dann danke ich euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Etappe 1 habe ich abgeschlossen. Ach, siehst du, wollte ich auch mal gucken, wie weit ich in der Season-Reise bin. Ich habe von der ganzen Zeit irgendwas eingeblendet bekommen. Saisonale. Etappe 1 abgeschlossen, jawohl. Gibt's eine Belohnung. Siehst du Aspekte. Aber ist auch noch zu früh. Und zwei sind auch schon jede Menge abgeschlossen. Ein Meister der Arbeit. Schließe Weltereignisse mit Meisterschaft ab. Oh, und es gab die erste Asche. Mhm. Nehmen wir das Abstimmungsstab. Da sind auch Lippi. Andere diesmal, ne? Ja. Wenn ich das so sehe, Urne der Abstimmung. Chance, einen zusätzlichen Abstimmungsstein aus drahtgeflochtenen Truhen zu erhalten. Das sind die aktuellen. Ja. Nimm erstmal XP. Ja, das sowieso am Anfang. Krass. Haben sie das auch gemacht? Schick, schick. Bis dann. Dann.